Deutschland konnte gegen Weißrussland den erwarteten und auch verdienten Sieg im Endeffekt einfahren. Gegen Estland sollte es dann am Dienstagabend nicht unbedingt schwieriger werden, denn die Esten hatten sogar 1:2 gegen Nordirland verloren. Die erste Möglichkeit dann in der Frühphase der Partie durch Marco Reus. Stark in Szene gesetzt hier von Serge Gnabry, der einfach nur weiterleitet. Und von der Querlatte senkt sich dann der Ball kurz vor die Torlinie. Eckstoß von der rechten Seite. Marco Reus tritt ihn rein. Dimitriev kann es aber erstmal klären. Klostermann legt den Ball aber nochmal raus. Gnabry und dann Goretzka. Reus in der Mitte nickt das Ding ein. 23. Spielminute. Deutschland in Führung und zwar hoch verdient. Da springt in der Mitte Iniesta am Ball vorbei und Marco Reus, der nach dem Eckball einfach in die Mitte reinläuft, ist dann unbedrängt und nickt das Ding ein. Weiterhin von den Gästen hier überhaupt nicht zu sehen. Die Opel Arena klar in deutscher Hand. Joshua Kimmich zu Reus und dann ganz knapp am Kasten vorbei. Den trifft er nicht optimal, sehen wir dann auch in der Wiederholung. Aber das war wirklich wieder ein sehr guter Auftritt des Dortmunders. Leitete ja schon das Spiel von vorne weg an gegen Weißrussland. Jetzt nochmal Reus vor der Pause zu Leroy Sané auf die linke Seite. Flanke von Schulz, Metz kann es nicht richtig klären und Klostermann steht am zweiten Pfosten zu frei. 39. Minute, das 2:0 für Deutschland und dann eigentlich schon die Vorentscheidung. Metz macht es da nicht gut mit dem Kopfball direkt in den 16er geklärt wieder. Lepp Metz im Kasten ist noch dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Er hier hatte wieder Anteil an dieser 2:0 Führung zum Pausenpfiff. Ein ähnliches Bild im zweiten Durchgang. Estland versuchte zu verteidigen, aber Deutschland konnte auch immer durch gute Einzelaktionen Gefahr versprühen. Lukas Klostermann jetzt wird nicht angegriffen. Goretzka, Klostermann. Schwacher Ball erstmal, Fehrmann kann es aber nicht klären. Klostermann nochmal die Flanke auf Gnabry, aber der Kopfball ist da nicht wirklich gefährlich. Der ist einfach zu parieren. Doch weiterhin die Deutschen mit Spielfreude nach vorne. Leroy Sané, Leon Goretzka. Wieder Sané bekommt den Ball auf den linken Fuß. 69. Minute hatte das 1:0 gegen Weißrussland erzielt. Jetzt macht er hier das dritte und allerspätestens jetzt war klar, hier brennt gar nichts mehr an. Auch wenn in der Schlussphase Estland nochmal eine Möglichkeit bekam. Dimitriev zu Lepistu, Sapinen legt den Ball in die Mitte auf den zweiten Pfosten. Da kommt dann Ojama mit dem linken Fuß dran. Und Manuel Neuer muss sich doch noch einmal auszeichnen in der Schlussphase dieser Partie. Brenzlig wurde es dann aber nicht mehr. Deutschland spielt zum zweiten Mal in Folge zu 0. 3 Siege nach 3 Spielen in der EM-Qualifikation. Pflichtsieg gegen Estland wurde erfüllt. Marco Reus eröffnete das Ganze und jetzt geht's in die verdiente Sommerpause.